Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, sage ich mal, zu einem neuen Video. Vlog, ja. Ich werde euch jetzt ein paar Tage mitnehmen, weil wenn ich es nur für heute mache, lohnt sich das nicht. Deswegen wird das ein Vlog über mehrere Tage. Ich gehe davon aus, dass es bis Freitag, also dass ich bis Freitag filme und Sonntag dann dieser Vlog online kommt. Genau. Viel gelabert. Aber es ist jetzt knapp 14 Uhr. Heute ist Dienstag. Heute war viel auf dem Plan. Ich habe erstmal 2 Stunden gearbeitet. Und dann hatte ich eine Zeugenaussage bei der Polizei. Dieses habe ich gemacht. Und zwar möchte ich da nicht viel drauf eingehen. Es ging halt nur um eine Zeugenaussage wegen wegen einer Falschaussage gegen einen Opfer und ja, beide Parteien. Genau, so ein bisschen. Dann war ich bei der Polizei, wie gesagt, dann war ich noch kurz beim Kaufland. Ich zeige euch auch gleich, was ich kurz eingekauft habe. Ich drehe euch mal schnell um. Ich habe einmal Zigaretten für meinen Mann mitgenommen. Dann habe ich Brötchen. Und nochmal Brötchen. Und ich habe hier Zucchini mitgenommen. Und ich habe einmal so Fresini mitgenommen. Genau. Und ich habe so mal nebenbei. Was habe ich noch mitgenommen? Achso, Red Bull habe ich mitgenommen. Genau. 4-mal. Und das war's, glaube ich. Und Tomaten habe ich mitgenommen. Ja, genau, das war es für heute. Also war so ein kleiner, frischer Einkauf hauptsächlich. Einfach aus dem Grund, weil meine Zucchinis zu Ende waren. Und ich Tomaten gebraucht habe für morgen. Jo. Ja, was steht heute an? Wie gesagt, es ist erst 14 Uhr. Was heute ansteht, weiß ich noch nicht. Mein Mann ist zu Hause. Ich arbeite nachher noch 1-2 Stunden am Laptop, beziehungsweise morgen auch am Laptop. In der Zeit von 7 oder 8 bis 11 und dann nach 11 wieder. Genau. Ja. Was heute ansteht, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Mein Mann ist zu Hause, wir haben noch nicht vorgeplant. Normalerweise plane ich das ja immer eine Woche vorher, damit ich weiß, wie ich dann arbeiten kann. Für nächste Woche wird gerade geplant. Ich plane für nächste Woche, ja, auch noch diese Woche. Also spätestens am Sonntag muss ich für nächste Woche planen. Ich werde aber versuchen, das vorher zu planen, um euch mal in meine Planung einen Einblick lassen haben zu können. Ich bin mir am überlegen, ob ich dazu ein Video drehen werde. Das weiß ich noch nicht. Genau. Auf jeden Fall haben wir vor, nächste Woche einen Tag nach Bielefeld zu fahren, zu Freunden, aber da weiß ich noch nicht genau wann. Was war noch? Ja, nächste Woche stehen so viele Sachen an. Für diese Woche weiß ich, dass ich morgen Krankengymnastik habe. Ich arbeite morgen, habe Krankengymnastik und um 18 Uhr oder um 17 Uhr bis 21 oder 18 bis 21 habe ich eine Online-Schulung. Und am Donnerstag habe ich auch eine Online-Schulung, genau. Übrigens, nein, hier ist Donnerstag kein Feiertag, nur in Nordrhein-Westfalen ist wohl ein Feiertag. Mein Kalender hat es rot angezeigt. Ich habe auch schon nachgefragt beim Chef und bei ein paar Freunden, aber nein, nur in Nordrhein-Westfalen ist Feiertag, hier nicht. Also es ist ein regionaler Feiertag. So, ich habe übrigens gestern die Wand halbwegs ein bisschen gestrichen. Man sieht bestimmt schon die Veränderungen hier. Guckt mal, da habe ich es gestrichen, da oben nicht. Da oben möchte ich es nochmal streichen. Ich habe ja überall gestrichen, aber irgendwie bin ich nicht gleichmäßig durch, sehe ich gerade. Wobei es aber eigentlich auch gar nicht nötig ist, weil hierhin kommt ein Regal. Ich möchte den Regal von der Breite her
also so von der Breite her haben, hierhin, sodass da ein Topf hin kann. Und das kommt dann auf die Seite so. Und also das kommt dann auf die andere Seite, Heizungsseite mit den beiden. Und hier soll ein Regal, damit ich da zum Beispiel hier diese Sachen dann auf das Regal packen kann und auch mein Dosen, genau. Ja, so, ich muss jetzt einmal schnell rein und dann nehme ich euch gleich wieder mit. Ja, ach übrigens, wenn ihr Videovorschläge habt oder Videowünsche habt, dann kommentiert mir doch mal unten in die Kommentare bitte mit euren Vorschlägen, was ich machen kann. Mir fehlt oft auch mal Inspos, außer Vlogs. Ja. Wir machen Hausaufgaben. So, mach 2x50. Das ist das Einfachste. So, Delle. Es ist mittlerweile, ich glaube, 19 Uhr gleich oder 18.30 Uhr, aber es wird gleich 19 Uhr definitiv. Ich habe mittlerweile schon, wir haben schon was gegessen auf jeden Fall. Ja, was habe ich noch gemacht? Achso, ich habe schon gesaugt, überall nass gewischt habe ich auch schon. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit und habe es nicht in meiner Planung vorgehabt für heute. Aber ich dachte, wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, kann ich noch eine Stunde vorarbeiten für morgen. Also für morgen heißt, ich hätte normalerweise frei heute, weil ich, wie gesagt, eine Zeugenaussage hatte. Aber dann gedacht habe, wenn ich sowieso zu Hause bin und jetzt noch Zeit habe, dass ich ein bisschen vorarbeite mit den Mails für die Arbeit. Genau, das heißt, das ist schon mal Müll an Papierkram, dass ich vorarbeite, wie gesagt, und ja, vorplanen muss jetzt. Heute war Dienstag, das hat sich auch schon erledigt. Ich habe, wie gesagt, morgen Krankengymnastik. Ich muss morgen schon um 9 los. Genau. Ich muss um 9 circa los. Und dann habe ich am Abend von 17.30 Uhr bis 21 Uhr einen Kurs, Online-Kurs. Ist auch für die Arbeit gedacht. Und achso, demnächst kriege ich neue Visitenkarte. Erstens wegen meiner Ehrenamtssache, zweitens wegen der zweiten Ehrenamtssache, genau. Und irgendwas ist hier los. Polizei. Aber ja, dann habe ich am Freitag mal sehen. Ich werde morgen von 8 bis um 9 arbeiten, also eine Stunde. Kann ich hier schon mal vorzeichnen. Mhm. Also bis um 9. Um 9 müsste ich dann los. Und dann werde ich nochmal von 11 circa, nee, von 11.30 Uhr, also von 12 bis um 15 Uhr circa arbeiten. Genau. Und dann wollte ich eigentlich kochen, damit ich am Abend ab 17.30 Uhr bis 21 Uhr dann den Online-Kurs machen kann. Beziehungsweise müsste dann mal so pünktlich ins Bett, hoffentlich. Genau, am Donnerstag habe ich auch von 17.30 Uhr bis 21 Uhr einen Kurs. Und Freitag, wie gesagt, 4 Vorstellungsgespräche. Und eventuell treffe ich mich nächste Woche mit einer Freundin. Das steht bei mir immer im Zettel. Und als To-Do steht bei mir auf jeden Fall noch zum Vielmann. Mal gucken, wann ich es schaffe.
Habe ich aber auch für die nächste Woche irgendwie einen Plan. Muss ich gucken, hier ist irgendwie alles voll. Hier ist ein bisschen leerer auf der Seite, aber hier ist wieder voller. Montag nächste Woche habe ich eine Schulung von 8 bis um 13 Uhr. Das heißt, mein Kleinster wird vom Papa abgeholt und mit nach Hause genommen. Genau. Und ich muss einen Termin morgen absagen für den Montag nächste Woche, weil ich da hätte sonst einen Krankengymnastik. Genau, am 13. habe ich auch einen Termin. Und am Mittwoch ebenfalls. Schatz! So, genau. Nach einer kurzen Unterbrechung wieder bin ich da. Hallo! Hallo! Dieses Mal arbeite ich jetzt mit ihm zusammen. Komm her. Komm her. Schade. Dass du unten hältst. So, genau. Also, Plan ist das. Ich muss aber noch vorplanen, wie ich das mache. Übernächste Woche ist ein Fototag im Kindergarten, muss ich auch planen. Und ich treffe mich am Freitag mit einer Freundin. Das war mein Plan. Jetzt muss ich nur gucken, wie. Ja. Am Freitag ist mein Plan, mich mit einer Freundin zu treffen. Aber wie, weiß ich noch nicht. Und Donnerstag arbeite ich, glaube, zu Hause oder im Büro, weiß ich noch gar nicht. Aber am Donnerstag arbeite ich definitiv, das heißt von 8 bis um 13 Uhr circa. So. Ja. So, aber wenn ihr so ein ausführliches Video haben wollt, wo ich definitiv euch mal meine Planung zeige, dürft ihr mir gerne Bescheid geben. Ja, dann würde ich es euch mal filmen. So, ich lege jetzt meinen Kalender erstmal weg. Dann habe ich hier noch einen Blog bzw. YouTube-Kalender. Das heißt Kalender, Insta und YouTube Notizheft einfach. Genau, so. Und hier schreibe ich immer ein paar Ideen rein. Genau. So, so wie es ausschaut, wird das mit viel Gelaber. Also lasst euch gefasst machen. Ich werde jetzt einmal schnell mein Arbeitslaptop, also mein Homeoffice-Laptop mal öffnen. Jetzt muss ich gucken, wo ist... Naja, wir gucken jetzt einfach mal so. Genau. Ich wollte nämlich gucken und arbeiten. So. Ich habe eine E-Mail. Eins. So, okay. Also. Eine Kundin hat den Termin abgesagt. So sieht's aus.
Das heißt, ich müsste jetzt gucken. Also diese Termin, die um 12 Uhr hat abgesagt. Die Dame um 12 hat abgesagt, mit der ich einen Termin hätte. Jetzt sind sie noch frei. Beziehungsweise ich habe noch eine Dame, die sich beworben hat. Aber müsste ich jetzt mal mit der Chefin dann absprechen. Genau. So mein Nebenbei. Und natürlich beim Arbeiten darf dieses hier nicht fehlen. So. Ich nicht mehr am iMac oder an meinem Apple Geschäftshandy, sondern bin jetzt an meinem Asus, heißt das, glaube ich. Ne, Archer oder Acer. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall an diesem Laptop schneide ich die Videos. Und deswegen also schneide ich die Videos und bestelle hauptsächlich online immer. Und ich bin gerade dabei, ein Video zu schneiden. Genau. Und außerdem denkt auch sehr, dass er reinkommt, die Katze. Versucht da hinten die Tür zu öffnen. Übrigens, ja, unsere Katze macht die Türen selber auf. Also er kriegt die Tür selbst auf. So. Ich wollte auch gucken, wie das Wetter ist heute. Kein Regen. Genau. Das heißt, ich mache jetzt schnell meinen Videoschnitt in der Stunde und dann ja, versuche ich auf jeden Fall meine Sachen fertig zu kriegen heute. Ich wollte nämlich noch wegen meiner Ehrenamtssache jemanden schreiben. Und zwar ich wollte eigentlich so Dings bestellen. Genau. So. Genau, ich mache jetzt auf jeden Fall einen Videoschnitt. Ich drehe euch mal kurz um und zeige euch mal ein bisschen was.